Oh, jetzt habe ich es gemacht. Ah, ja, es wird schon werden. So, Bahnhof mit Stellwerk. Da ist er doch. Rennen. Jetzt klingelt es auch noch an der Tür. Tja, es war der Postmann. Der wollte was abgeben. Aber ich sag mal, wenn man überall klingelt, ja, und nicht erst nur bei einem, sondern bei drei Leuten, dann funktioniert die Gegensprechanlage nicht. So, dann kann ich natürlich nicht sagen, ja, komm so rauf, nehme ich entgegen, kein Problem. Nee. So nicht, mein Lieber. Kannst du deine Pakete wieder mitnehmen? Ich erwarte nichts, deswegen ist mir doch egal. Also, Rennen haben wir gebaut. Und dann schließen wir die in Nantes an. Sieht ein bisschen doof aus. Aber wir können tatsächlich. Das habe ich noch nie wieder weitergebaut. Ne? Wir haben hier immer noch eine Strecke, die hier so zweigleisig, eingleisig führt. Anführt. Haben es nie mal ausgebaut, obwohl die ganze Zeit Geld da war. So. Kriegen wir hier noch einen und den kann, eigentlich kann der auch da weg. Dann nehmen wir den weg. Und den so. Doch, das ist doch so richtig, aber wieso ist der denn hier? Weiß ich jetzt nicht, wieso der nicht von hier auch da rausfahren kann. Darüber. Ist da noch irgendwo ein anderes Signal, was nicht hingehört? So, dass der da nicht darf, ist ja normal. Ist es unter dem, sowas gibt es doch gar nicht, ne? Das unter dem. Ich reiße es einfach ab. So. Will es trotzdem nicht. Aber das, wenn der hier lang fährt, dann muss doch irgendwo auf der Strecke noch ein Signal sein, was ihm sagt. Wisst ihr, was ich meine? Beide führen in die Richtung. Das kann doch gar nicht sein. Hiermit zu tun? Wieso geht der nur in die. Wir machen das noch ein bisschen anders. So, wir nehmen das mal weg. Ne, das machen wir nicht. Ach, geht das? Ja, so sieht wieder komisch aus mit dem Knie. Ah, und das lässt er mich nicht bauen, verflucht. So lässt er, okay, gut. Dann machen wir das so. Es ist immer noch. Da ist doch irgendwas hier im Busch. Nicht sein. Muss, also ich sag mal, das ist ein Bug. Na, also Signale sitzen hier nicht. Und aus irgendeinem Grund sagt er, das geht so nicht. Dann ist eben diese eine Strecke
Linksverkehr. Ja, dann machen wir es eben so. Das ist mir jetzt auch Hupe. Das Problem ist nur, ich wollte es ja gerne nach Rennen weiterführen. Ah. Hier drüben. So. So ein bisschen tut mir das ja auch leid mit dem Postboten. Er hat schon einen scheiß Job, ja. Und wenn man ihn was fragt, sagt er, ich nichts verstehen. Aber ja, wenn man so auf seinen Paketen sitzen bleibt, ist nicht schön. Kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist auch so, ich bin ja dann morgen gar nicht da. Also wenn jetzt die Leute heute Abend, ich bin auch heute Abend nicht da, fällt mir da ein. Und wenn dann die Leute kommen, nach Hause kommen und ihr Paket bei mir abholen wollen, dann bin ich da und bin auch morgen nicht da und übermorgen auch nicht. Bleiben sie also halt da so auf ihrem Zeug sitzen. Also wartend meine ich, sitzen bleiben. Das ist nicht schön. Haben wir hier noch ein Signal dazwischen? Dann wird es wahrscheinlich automatisch genau unter die Brücke setzen. So. Und wir haben nicht genug Geld für gleich die nächste Lokführer einstellen. Ach, man braucht man nicht. Zugbegleiter wäre hier noch ganz nett gewesen. Es wollen kaum Leute da hoch. Ne? Also die Stadt ist zu klein, aber vielleicht andersrum. Ne? In die Großstadt Nord gibt es bestimmt ein paar Leute, die da hinwollen. So, 200.000 Francs, um nach Brest zu fahren. Das reicht nicht. Dafür ist die Stadt zu weit weg. Wir können einen Kopfbahnhof nehmen. Ist leider teurer, aber sieht besser aus. Und wir brauchen natürlich keine durchführenden Gleise. Schwupp, schwuppdiwupp. Und was sagt er? 178.000. Naja, das geht aber. Kriegen wir hin. Landvermesser. Oh, den würde ich gerne einstellen. 10% billigere Tunnel. Schade. Manchmal ist es auch so den Gleisbau irgendwie, dass der billiger wird. So, wie viel waren es? 180? Ja, kurz warten. Wenn das erledigt ist, sollte ich die neu angeschlossenen Städte vielleicht ein bisschen aufbauen. Gleichzeitig aber auch Geld verdienen. Ne? Also ja, vielleicht lasse ich es auch einfach ein bisschen laufen, ja, um das nächste Gebiet freischalten zu können. Und dann nehme ich erstmal das Geld in die Hand für die Olivenproduktion, weil es im Augenblick überhaupt nicht läuft. Und dann können wir die Städte hier versorgen mit allem, was sie brauchen, damit sie ein bisschen größer werden. Und dann macht es eben mit der 300.000 Anschlussprämie. Aber das ist jetzt schwierig gerade. Ah, doch, das geht. Die Vorzüge eines modernen Staates werden dank ihrer Eisenbahnen immer offenbarer. Bald gibt es keine größere Stadt mehr, die nicht über einen Bahnhof verfügt. Eine beachtliche Leistung. Das sollte den Menschen einen ersten Vorgeschmack auf ein neues Frankreich liefern. So, 300.000 noch mitgenommen. Habe ich ein Häkchen drin? Ich habe ein Häkchen, aber es ist nur grün. Wann war es denn? Das ist 79 und bis 83 hätten wir Zeit. Warum ist es nicht Gold? So. Ach, ich baue jetzt die Strecke weiter.
gucken, ob der die hier... Ah, ja, der hat die nicht gesetzt. Oh. Mist. Er hat wieder alle in die gleiche Richtung. Ja. Ich das hier gerne, warum kann er denn... Oh, ich muss alle umdrehen. Wenn Steuerung Klicks der ist und Steuerung Shift, alle Signale löschen, das wäre doch eine schöne. Und ausgerechnet bei so einem langen Stück ist mir das wieder passiert. Verdammt. Ich drück mal P. Also es liegt sowieso zu Ende. Ich wollte mal den neuen Shortcut ausprobieren, wo man das Musikstück überspringen kann. Weil es nicht französisch war, sondern halt ja, irgendwie Westernmusik war. Ach Gott, sind wir bald da? Halt, du da. Geht nicht abzureißen. Das gibt mehrere Signalbau-Bugs, glaube ich. Mal gucken, ob wir den mit dem Bulldozer wegkriegen. Nee. Lässt sich nicht löschen. Oha. Da ist wohl was kaputt. Machen wir hier einen hin. Das ist ziemlich weit, ne? Machen wir hier noch einen hin. Der Rest ist schon ziemlich groß. Rest, ey. Wer hat denn noch Assoziationen mit dieser Stadt? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Aber nicht zu anzüglich werden, bitte. So, fährt hier eigentlich einer? Nee, ne? Hier hatten wir das. Weiß ich nicht genau. Ach doch, wir hatten einen und wir hatten gesagt, ah, so. Ja, okay. Oh, hier ist irgendwas faul. Wer, wo, oh. Ah, ich habe vorhin das Signal hier gelöscht. Den Teil hier neu gebaut. Und dann nicht dran gedacht, das wieder neu zu setzen. Okay, müsste sich erledigt haben. Oh Gott, und Le Mans ist schon am Schrumpfen, weil jetzt nicht mehr versorgt wurde. 37%, Mann, ne? Weil die monatelang schon die Züge stillstehen. Scheiße. Und erst zu spät sagen die was, ne? Die hätten noch vorher mal sich melden können. Immer noch 30.000. Ach so, klar, weil die Anleihe ist zwar billiger geworden, aber es ist ja deutlich größer, ja. Also wir würden viel mehr Zinsen bezahlen müssen, wenn es auch eine 8% Anleihe wäre. Naja, 500.000. $700.000 ans Streckennetz anschließen, also Städte wachsen lassen, ist schon nicht verkehrt. Die Frage ist eben, was macht man zuerst? Ja, Zugang zum Gebiet? Oder Städtewachstum? Weil jetzt ein Warendepot und so, das ist ja dann wieder... Geht so viel Geld flöten. Die hier bräuchten Getreide, und das haben wir auch in der Nähe, das haben wir da. Ich brauche auch Getreide. Kriegen wir das noch her? Naja, es macht, also bei den finanziellen Mitteln, die ich gerade habe, macht es keinen Sinn, jetzt irgendwie Getreide wieder in die Stadt zu schaffen. Ja, sondern ich muss gleich. So, worauf wartet der denn jetzt? Achso, der wurde gewartet, ne? Okay, weil es stehen doch eine ganze Menge Loks hier, Schlange. Guck mal, wie jetzt die Versorgung ist, ob das schon wieder besser, ja.
hat sich stabilisiert. Es waren 1,9 Millionen. Ich warte jetzt einfach. Ich gucke mal kurz auf die Bilanz. Hätte auch einmal nach rechts klicken können. 1,9 Millionen pro Quartal. Also wenn ich jetzt nichts ausgebe, dann haben wir das, sagen wir mal, in spätestens anderthalb Monaten. Ja, wahrscheinlich einen Monat, Ende November, müssen wir das Geld drin haben. Eine Gemischlok, ja. Nehme ich die. Dann schaffen wir die Aufgabe noch in diesem Jahr, die eigentlich für 84 geplant war, schaffen wir noch in 79. Wenn das kein goldener Haken ist, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil der gesamte Komplex zu spät ist. Das kann natürlich auch sein. Also ich hatte ja den Anschluss, das Gebiet freizuschalten, auch schon früher haben können, wenn die Sache mit den Einwohnerzahlen in der Normandie schneller gegangen wäre. Afro wächst auch nicht weiter. Ne? Die sind gerade auch im Stillstand. Wir können mal gucken, was ihnen fehlt. Ne? Wein fehlt hier oben. Wein und Olivenöl. Und Wein haben wir tatsächlich nur und ausschließlich hier. Hier. Na, mal ein bisschen ranzoomen. Wir können mal gucken, wie viel es ist. Es ist voll aber mit Wein. Dann haben wir hier Wein. Null. Schnaps, 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 Schnaps. Die waren nur Schnaps. Wir müssen mal einem von den Zügen. Nee, so nicht. So auch nicht. Verdammt. Hier. Waren-Nord-Wein priorisieren. Und dann klonen wir den. Dann musst du ja mal den Wein hier transportieren. Und dann haben wir zwei Züge, die Wein rüberbringen. Wie groß ist der Bedarf? 1,6 pro Woche. Wie groß ist die Produktion? 11 pro Woche. Das reicht also für einige Städte. Das müsste mehr sein, als die Wein trinken. Und dann können wir es hoffentlich von hier nach da oben bringen. 1,8. Gleich haben wir es. Poitou Charente, bitte. Achso, es ist pausiert. Okay, dann. Das mache ich noch. So lange mache ich die Aufnahme noch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es war, ne, durch die Unterbrechung heute. Aber es müsste ungefähr hinkommen mit den 20 Minuten. Die Monarchisten verlieren sich zunehmend im Streit um den nächsten Herrscher. Zeigen wir Freunde der Republik nun Einheit, wird sich das Problem bald von allein erledigt haben. Unité, Unité heißt es, ne? Auf Französisch. Fraternité, Unité. Und was war das andere? Brüderlichkeit? Einheit und. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich immer, wenn Leute zuschauen. Und was auch schreiben, Daumen hoch und so weiter. Und dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.